Die beste Zeit, um an sich zu arbeiten, ist genau jetzt. Wissen Sie noch, wovon Sie als Kind geträumt haben? Wollen Sie vielleicht Astronaut werden, Rennfahrer, Erfinder oder Feuerwehrmann? Viele dieser Träume sind genau das geblieben. Träume. Weil wir uns nicht dafür eingesetzt haben. Weil andere sie uns ausgeredet haben oder weil wir nicht wussten, wie wir sie in die Tat umsetzen sollten. Damit Ihnen das nicht mehr passiert, dreht sich in dieser Folge von Limbeck Group TV alles um das Thema Zielsetzung und wie Sie Ihre Ziele auch wirklich erreichen. In nur 4 Tagen zeige ich dir, wie du mit deinem Business super erfolgreich wirst. Lerne in nur 3 Stunden, wie du deinen Umsatz vervierfachst. Angebote wie diese gibt es inzwischen wie Sand am Meer. Du brauchst bei Instagram oder Facebook keine 5 Minuten. Schon hast du beim Durchscrollen mindestens 5 von diesen Erfolgsversprechern gefunden. Mal ehrlich, wer glaubt sowas wirklich? Klar ist ein Seminar gut, um neue Techniken und Strategien zu erlernen. Doch wer glaubt, dass es damit getan ist, kann das Geld für das Ticket auch direkt in den Kamin stecken. Wer behauptet, dass er über Nacht erfolgreich geworden ist, lässt aus meiner Sicht eine ganze Menge Infos unter den Tisch fallen. Mit Erfolg verhält es sich meiner Meinung nach wie mit einem Eisberg. Du siehst ihn groß und majestätisch über der Wasseroberfläche stehen. Das ist der Erfolg. Was du jedoch nicht siehst, ist der riesige Teil, der sich unter Wasser befindet. Das sind die ganze Arbeit, die Zeit, die Mühe, die Verzweiflung und die Fehlschläge, die diesen Eisberg haben wachsen lassen. Mit anderen Worten, der Weg zum Erfolg ist lang und erfordert eine Menge Durchhaltevermögen. Ich bin zutiefst überzeugt davon, dass der Weg zum Erfolg erst einmal mit einer konkreten Definition beginnt. Was bedeutet Erfolg für Sie? Gehen Sie mal in sich und machen Sie sich Gedanken. Ist es eine bestimmte Umsatzzahl, die Sie am Ende des Jahres erreicht haben wollen? Der Traumurlaub mit der Familie in der Karibik, 5-Sterne-Hotel, super Resort? Den Schlüssel zum eigenen Haus in der Hand halten? Ich könnte diese Liste jetzt noch ewig weiterführen. Wir alle definieren Erfolg über andere Dinge. Doch es ist wichtig, dass Sie sich darüber klar sind, was für Sie Erfolg ausmacht. Denn nur dann haben Sie auch messbare Ziele vor Augen. Ihre ganz persönlichen KSI, also Key Success Indicators sozusagen. Warum das so wichtig ist? Weil es immer mal Tage geben wird, an denen es nicht so gut laufen wird. Ich nenne es gerne suboptimal. Tage, an denen Sie alles hinschmeißen wollen. Gerade dann müssen Sie in der Lage sein, sich Ihre Ziele zu visualisieren. Damit Sie wissen, wofür Sie sich anstrengen und Tag für Tag ranklotzen. Mein Tipp für Sie, basteln Sie sich ein Vision Board. Alles, was Sie dafür brauchen, einen Stapel Zeitschriften und mindestens ein DIN A3 großes Plakat. Dann suchen Sie sich aus den Zeitschriften Bilder raus, die für Sie Ihren Erfolg symbolisieren. Sie schneiden sie aus und kleben sie auf Ihr Vision Board. Und dann platzieren Sie Ihr Vision Board so, dass Sie es jeden Tag sehen. Das kann an der Wand in Ihrem Büro sein, an der Innenseite der Kleiderschranktür oder sonst wo. Hauptsache, Sie schauen regelmäßig drauf. Viele machen es heute auch als Bildschirmschoner oder als Bild auf dem Handy. Sie werden staunen, wie sehr Ihnen diese Visualisierung dabei hilft, dran zu bleiben und immer weiterzumachen, weil Sie sie immer und immer wieder vor Augen haben. Das Vision Board ist natürlich erst der Anfang. Was Sie ebenfalls tun sollten, ist Ihren Tagesablauf unter die Lupe zu nehmen. Arbeiten Sie wirklich strukturiert oder verlieren Sie viel Zeit durch kopflose Aktionen? Sind Sie voll fokussiert oder lassen Sie sich ständig von Ihrem Smartphone, E-Mails und anderen Konzentrationskillern ablenken? Ich habe zum Beispiel sämtliche Benachrichtigungen auf meinem iPhone ausgeschaltet und E-Mails bearbeite ich grundsätzlich nur 3-mal täglich. Meine Bürotür ist immer geschlossen, damit ich fokussiert arbeiten kann und nicht ständig rausgerissen werde. Weiterhin nutze ich das Limbeck High Performance Prinzip, den Kalender, den Arbeitsplan, den ich dafür entwickelt habe. Glauben Sie mir, der Unterschied ist enorm und du spürst schon nach wenigen Tagen, wie viel leichter dir plötzlich alles von der Hand geht. Es sind nur noch wenige Wochen und 2020 ist Geschichte. Möchten Sie im neuen Jahr so richtig durchstarten oder auch im letzten Quartal? Fokussiert Gas geben und Ihre Ziele in großen Schritten näher kommen? Dann starten Sie heute durch und buchen den 16. Januar zu unserem großen Zieletag. Think Big or Go Home in Mülheim an der Ruhr, den wir nur einmal im Jahr machen. Gemeinsam analysieren wir Ihre Werte, Ziele und Ihr Warum. Ich gebe Ihnen außerdem eine Menge hilfreiche Tipps an die Hand, wie Sie Ihr Wachstum mit neuen Ritualen deutlich beschleunigen können. Eines, was Ihnen dabei hilft, ist das Limbeck High Performance Prinzip. Machen Sie Schluss mit Inkonsequenz, Orientierungslosigkeit und Ineffizienz. Denn die beste Zeit, um an sich zu arbeiten, ist genau jetzt.